Willkommen im Wohnhaus Schützenhof. Ich bin der Patrick Merz, der Standortleiter. Ich freue mich, dass ich ein paar Worte zu euch sagen darf über den Schützenhof. Den gibt es schon seit 1979. Wir sind eine Wohneinrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sehr im Wandel der Zeit immer wieder neue Anpassungen möglich. Und wir arbeiten viel mit Sozialpädagogik, Sozialpsychiatrie. Hinzugekommen ist in den letzten Jahren viel an Pflegetätigkeit. Und das Ganze ist auch im Zunehmen. Oh, steht schon der Nächste hier, der das muss sagen. Ja. Ich habe zu Recht der Michel, der ist auch schon ewig um 3 Tage da. Okay. Genau. Das war zunächst am Wochenende. Ja. Ich schaue jetzt dann mal zum Josef rein. Er zeigt euch jetzt ein bisschen sein Zimmer, nicht nur die Kosten, sondern alles. Schon her. Machen wir mal. Okay. Sagst du uns, wo ist die Sippe? Ja, da ist Bade bitte. Genau, sagst du uns, wo ist sie? Mit der Tisch einfach. Ah, Josef, passt schon. Mach es mir auch wieder. Ja, sowieso. Da wird freilich, ich tue Filmer. Filmer, ja. Genau, ja, super. Was hast du so? Ich lebe seit 24 Jahren schon in Karlsbad in Schützenhof. 24 Jahre. Und gefällt es Ihnen da? Ja, ja. Er isst einmal gut, was der. Essen ist gut. Und Bärenwürstel oder der Brezina oder Käsekleiner. Marengen, Butterbrot, mag ich gerne essen. Na gut. Und Pfirsichen mit Butterbrot. Kriege ich auch gleich einen Guster. Ja. Unser Kernpunkt in der Klientenarbeit ist, dass wirklich jeder Seite auf wer er ist. Wir schauen, dass wir wirklich so familiäre Strukturen einbringen, Zusammenhalt zusammenkehren und nicht jeder für sich, sondern wirklich, sagen wir mal, wir sind die Familie Schützenhof, wir halten zusammen, ganz wurscht was ist, auch bei tragischen Ereignissen, das ist einfach wirklich ein guter Spirit im Team spürbar, Spirit unter die Klienten spürbar. Jetzt gehen wir zum Michael, also den, was gerade kennengelernt hat, der möchte ich auch sein Zimmer zeigen und der hat mir gerade gesagt, der möchte euch ein bisschen was erzählen, wie es ihm da so geht bei uns und vom Schützenhof. Wir gehen jetzt also Richtung Erdgeschoss, da unten haben wir dann einen Speisesaal und die Küche. Darf man reinschauen? Ja, ich will jetzt reinkommen, bitte. Na, fesch. Boah, einen Haufen CDs haben sie. Ja, einen Haufen CDs. Ja. Was machen sie denn am liebsten für Musik? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. Bob Marley. Boah. Ja. Ja, da sind sie aber eh vielseitig unterwegs. Ja, ja. Und gefällt es Ihnen da im Schützenhof? Ja, da gefällt es mir sehr. Ja, ja. Fühlen Sie sich wohl? Da fühlen wir wohl. Wissen Sie, das ist mein Zuhause. Eigentlich nicht. Mhm. Weil meine Eltern sind in der Schule verstorben und ich hab sonst nicht mehr außer Jana. Es kommt ganz viel retour von den Klienten, was in der Psychiatrie nicht gang und gäbe ist, sondern sie sind wirklich bei uns, sie lassen sie auf Beziehung, sie sind dankbar, jeder zeigt es auf seine Art und Weise. Manchmal sehr versteckt, aber es kommt ganz viel retour. Und das befähigt uns, dass wir, wenn nur so starke Krisenzeiten sind, dass wir wirklich gerne da bei denen kommen, Freude haben an unserer Tätigkeit mit den Klienten und wir sehen das Ganze mehr als Arbeit, sondern wirklich auch so als Art Lebensaufgabe und es erfüllt uns. Ganz wichtig, was der Michael da gerade gesagt hat, mein Wohner da, das ist quasi einer zu Hause. Das ist wirklich wie eine Wohnung zu betrachten und ein da leben. Wir haben zwar den Titel Wohnheim, aber es ist das Zuhause von den Klienten. Das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das immer wieder respektiert. Ja. Das ist einer daheim, so wie wir unser daheim haben und dass man da dementsprechend umgeht. Also wirklich ja. Respekt für uns. Das heißt, wir stürmen eigentlich kein Zimmer ein oder sonst was, sondern wir respektieren absolut die Privatsphäre. Privatsphäre, ja. Unterstützen die Klienten, dass wirklich da alles gestalten können, wie sie wollen. Und einen Lebensraum versichern, weil das wirklich ein daheim ist, wo es ankommen können, wo es bleiben können, wo es zur Ruhe kommen können, wo es authentisch leben können, wie sie sind. Da man sich zurückziehen kann, wo es. Genau. Um das geht es, ja. Ja, da sind wir wieder ein Teil meines Teams, darf ich euch vorstellen, die Branka. Das ist die Maria gerade beim Arbeiten, also wir haben da ganze Dokumentation zu tun, was jetzt gerade üblich ist, aber ist auch unsere Absicherung ganz wichtig.
haben wir da die Alexandra, die ist jetzt seit kurzem bei uns, ist auch der Kongressin im ersten Hund. Ganz besonders heute, die Jennifer ist halt da bei uns, die macht heute einen sogenannten Schnuppertag, die schaut sich das bei uns an. Wir geben uns auf die nächste Etappe, ganz wichtig im Haus, nämlich da geht es ums Essen, es schauen wir in Speisesaal. Ausrichten an die Beate und an die Susanne von Kunstkraft, die haben sie die Zeit genommen, dass sie mit unseren Klienten Bilder malen. Diese dann ist von Herrn Gubis, die haben die Bilder zusammengefasst, auf großflächig dargestellt. Eine Riesenbereicherung für unseren Speisesaal, das heißt, er lebt und die Klienten nehmen die Bilder leider. Unser Garten, mit dem wir eine riesen Freude haben, vor allem im Sommer, ein Traum, ich kann euch erst nur sagen, da unter der Weiden zum Beispiel, im Schatten sitzen, super Sache. Die nächste Besonderheit ist ja, da haben wir das alles mit unseren Klienten selbst gestaltet. Das heißt, das war nicht angelegt, da war einfach netter Wiesen. Wir haben mit meinen beiden Händen, haben wir da Freude, ja. Und alleine die Weiden habe ich zum Beispiel selber gesetzt gehabt. Ja. Und es ist einfach eine Freude, wenn man dann sieht, wie was entsteht, wie was wächst und wo sieht man das besser als am Garten und an der Natur. Ist im Sommer dann eine gescheite Grillerei mit Wurst und Fleisch und Kartoffelsalat eine super Sache. Ja, genau, passt ja. Der Michel hilft mir da immer fleißig. Ich hilft da fleißig. Sehr schön. Und du, Patrick, du bist der Grillmeister. Genau so ist es, ne? Und der Grillmeister. Ich habe da früher Rosenmatt da bei uns da. Und wenn es was angegeben hat, arbeitsmäßig da bei Arbeit zum haben gewesen und gearbeitet, wie gesagt, gearbeitet habe ich gerne am Bau und alles und jetzt bin ich in der Pension und alles und schaue halt nur auf mich. Ich selber bin im 27. Dienstjahr und davon sage ich es einmal sicher 23 Jahre am Schützenhof und ich bin deswegen so lange da, weil es mir da einfach taugt und weil ich da gern da bin und bin mit einer Freude, bin mit Begeisterung und wenn es mir gelingen soll und wenn es mir vergönnt ist, möchte ich noch ganz viele Jahre da bleiben, als Leiter, als Betreuer, was auch immer sich in meiner Zukunft dann ergibt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du, wenn ihr, wenn sie Teil von unserem Team wird und mit uns da weiter gestalten wird. Jetzt und in Zukunft. Dankeschön. Liebe zukünftige Kollegin oder Kollege, wir würden uns sehr darüber freuen, dich herzlichst in unserem jungen, dynamischen Team begrüßen zu dürfen. Dankeschön, dass ihr euch Zeit genommen habt für eine Reise durch den Schützenhof und mir, ja. Ich, der Michi und meine Kollegen und überhaupt alle, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir euch in Natur kennenlernen dürfen, dass ihr uns besucht, euch vorstellt und bei uns Teil des Teams werdet und Teil der Familie Schützenhof. Vielen Dank, wir sehen uns.